herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir. Ladies and Gentlemen, ich begrüße Sie mal wieder zu einem sehr verstörenden Video. Heute erwartet euch ein wunderschöner Vlog. Wir fliegen in ein anderes Land, ich treffe jemanden, auf den ich absolut gar keinen Bock habe, plus es gibt noch ganz viel andere abenteuerliche Specials. Oh, ich sehe jetzt schon wieder die ganzen Kommentare, wo Leute schreiben, dass nie Motorrad-Content kommt. Aber diesmal mache ich es euch nicht so leicht. Ich gebe mal ein bisschen Gas im vierten. Okay, bevor wir zum Flughafen losfahren, gibt es Updates aus meinem Leben. Ich bin mittlerweile stolzer Besitzer einer vollautomatischen Katzentoilette. Nacho sieht von oben aus wie ein Chicken. Und ich habe es nach all den Jahren endlich geschafft, mir einen neuen Helm zu kaufen. Wo nicht das Visier die ganze Zeit runterklatscht. Nacho, es ist Zeit. Mein Vater fährt jetzt zum Flughafen. Gib mir ein Küsschen zum Abschied. Ladies and Gentlemen, ich hab's zum Flughafen geschafft. Wir gehen rein in die Lounge. Ich werde das jetzt testen und euch ein Review geben. Wir starten mit dem Brot. Englisch? Nein, Deutsch. Ah, Deutsch. Ich bin ein professioneller Motorradfahrer. Okay. Ich will meinem Rentier mein Video schicken von mir. Können Sie mich filmen einmal kurz? Ja, bitte. Ah, oh, super. Moment. So eine Videobotschaft, wissen Sie? Sie sagen mir, mach ich. Für mein Rentier. Okay. Einfach nur halten. Bist du hier oder drauf? Hier ist okay, ja. Bin ich drauf? Ja. Okay, thank you. Willkommen. Dankeschön. Bitte. Schönen Tag noch. Ich wurde gerade einfach rausgeschmissen aus der Business Class. Die haben das über die Kamera gesehen und haben meine Schreie gehört. Die dachten erst, das ist ein Notfall, Digga. Und dann haben die mir einfach gesagt, ich sollte jetzt besser gehen, Digga. Gott verdammt, war das gerade unangenehm, Junge. Ich bin gerade durchs halbe Flugzeug mit einem Motorradhelm auf Toilette gelaufen. Und das Ding ist, ich weiß nicht mal warum, weiß nicht mal, was ich euch jetzt hier sagen soll. Jetzt muss ich gleich wieder rausgehen. Das ganze Flugzeug denkt euch, ich bin kompletter Vollpfosten, Digga. Der geht mit dem Motorradhelm auf Toilette im Flugzeug. Freunde, ich habe den Flug überlebt. Ich bin am Flughafen von Istanbul angekommen. Jetzt kommen wir zum ernsten Teil des Videos und zwar erzähle ich euch jetzt, warum ich hier überhaupt hier bin. Ein junger Herr, den ihr eventuell vielleicht schon kennt, kriegt hier Haare und ich darf dabei sein. Und wenn alles gut läuft, dann schläft er schon und geht einfach nicht an sein Handy dran und ich kann auch einfach schlafen gehen. Oh nee, ich hatte ich weiß gerade ehrlich nicht, ob ich das hier alles noch will, bin ich ehrlich mit euch bei. Was machen wir mit Licht? Was für Licht? Ja, so in so professionellen Interviews ist meistens Licht im Gesicht. Wie sieht's aus? Man sieht keinen Unterschied. Hallo Nikolai. Ach, du weißt gar nicht Nikolai. Du heißt Nikolas. Ja. Ich stelle dir die Fragen, Nico, okay? Wann wurde dir klar, dass du eine Halbglatze hast? Gestern. Also das war ich und das bin ich heute. Duschst du weniger wegen der Angst, Haare zu verlieren? Lass mich das einmal ganz kurz ausmachen, bevor du darauf antwortest. Okay. Also bei mir war das so, als ich noch Probleme mit den Haaren hatte. Nach dem Duschen, wenn du so runterguckst dann, und dann Haare auf dem Boden quasi rumliegen, dann hat mir das quasi
meine Gefühle wurden verletzt, weißt du, ich meine. Und jetzt die Frage an dich, ist das bei dir auch so oder wie fühlst du dich nach dem Duschen? War das ein Tritt ins Gesicht für dich? Ja, aber ordentlich, ja. Ich verstehe das und ich finde es gut, dass wir das Interview machen und ich finde, wir sollten wirklich bei der einen oder anderen Frage die Ernsthaftigkeit nicht vernachlässigen. Und mir fällt es ganz besonders einfach, wenn ich diese verspiegelte Oberfläche anstatt von deinen Augen sehe. Nein, ich dusche nicht weniger. Guck mal, ich sag dir jetzt mal eine ganz ehrliche Sache. Ich glaube, du und ich, wir sind, was diese Operation angeht, unterschiedliche Kandidaten. Du bist jemand, du bist wirklich, wenn man die Haare als Leben ansieht, bist du wirklich mit dem Grabstein bei dem Doktor dort angekommen, okay? Ohne dich jetzt wirklich irgendwie angreifen zu wollen. Ich hingegen, ich habe gerade einen ordentlichen Schnupfen, okay? So, und ich sag mir aber, bevor ich jetzt warte, bis der Schnupfen wirklich sehr krass ausartet, gehe ich jetzt schon mal her und nehme mal kurz die erste Antidepressiva. Erfährst du viel Mobbing wegen deinem entstellten Gesicht? Tatsächlich, also wirklich, ja, aber das liegt nicht an meinen Haaren. In einem Bärnagelfight, wer würde gewinnen, du oder ich? Du. Wie kommst du darauf? Ich bin schlechter Kämpfer. Mhm. Wer? Wenn du dich entscheiden müsstest, frisurtechnisch, würdest du lieber die aktuelle Frisur haben oder die Frisur von Pinsel Nico, damals halt? Also ob ich lieber die Zahnbürste hätte? Richtig. Also auf Ernst jetzt? Ja, auf Ernst. Jetzt habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben. Nico, ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Auf Wiedersehen. Wenn ich die Operation gemacht habe, stimmt es dann, dass ich mir dann eine Woche lang keinen wichsen darf? Das ist korrekt, mein Lieber. Pack die Sachen zusammen. Wir checken jetzt aus. Buch jetzt heute Abend bitte den Rückflug. Wir blasen die ganze Aktion ab hier. Ich bin raus, Jungs. Ja. Und das war das Interview mit Nikolai. Wir sehen uns dann. Guten Morgen. Der alte Bekannte. Ich bin wieder da, ja. Der alte Bekannte, ja. Sehr gut, ja. Dankeschön. So sieht es auch gut aus. Das ist fast wie ein Musik. Wir haben ähnliche Haare, oder? Ja, sehr gut. Also Haarqualität ist toll. Also ich muss echt sagen, wenn das jetzt einmal so eingezeichnet ist und man sieht wirklich so exposed, ne? So diesen Bereich, in dem es hier halt wirklich so ein bisschen dünner wird. Ja. Dann wird einem ganz klar bewusst, was hier Sache ist. 360 No Scope! Das war einfach daneben, oder? Das war komplett daneben, oder? Ist was weg? Ach du Heilige. Boah, Digga, wie kurz wird das? Oh mein Gott, Digga, was ab. Ich mach dir so ein bisschen Pimmel auf den Kopf gekriegt. Was macht denn aber auch? Was macht denn der Penis auf den Kopf? Ich hab mir gedacht, dass ich hier so ein paar Formen reinbringe, geometrische Formen. Okay. Dreh mal ganz kurz zu. Ja. Ja, doch. Irgendwo ist es. Ja, ich hab hinten ein paar Lücken halt einfach gelassen, damit es auch irgendwie was Frisches Neues ist. Aber vom Übergang her ist es echt gut geworden. Und bei diesem wunderschönen Standbild wollte ich euch noch einmal ganz kurz dran erinnern, bis April 2024 kriegt ihr noch 10% auf eine Haartransplantation, wenn ihr euch dafür entscheidet und meinen Namen, Bocci, erwähnt. Wenn ihr darüber nachdenkt, klickt auf den ersten Link in der Beschreibung, da kriegt ihr eine kostenlose Ersteinschätzung, da kriegt ihr eine kostenlose Haaranalyse und dann könnt ihr euch selber entscheiden, ob ihr das jetzt macht oder nicht. Wenn ihr es macht, wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Video geht jetzt weiter. Yo, Bro, was geht? Boah. Ich bin noch leicht verklatscht, aber ich muss tatsächlich sagen, schmerzenstechnisch alles easy, Digga. Ganz komisches Update, wirklich, das kann jetzt auch keinem erzählen, was in diesem Video alles passiert ist. Ich liege hier gerade auf einer Liege in einem Raum und krieg eine Infusion, Bruder. Junge. Ich habe irgendwie richtige Kreislaufprobleme bekommen. Ich weiß nicht, an was es lag. Ich habe halt nichts gegessen, sehr wenig geschlafen und irgendwie wurde mir dann von der einen auf die anderen Sekunde wurde mir richtig schwarz vor Augen. Und hier geht es hier schon, glaube ich, 10 Minuten oder so. Mir geht es jetzt schon deutlich besser. Also wirklich an der Stelle ganz viel Liebe an Dr. Archer von der Klinik Cosmetica. Der hat wirklich direkt gesagt, so, bam, leg dich hin, kriegst du Infusion und jetzt geht es mir schon besser. Wie sehe ich aus? Oder absolut beschissen. Ich zeige euch jetzt ein bisschen Istanbul und ihr enjoyt einfach hier die Cinematic Shots. Istanbul Flughafen, so
riesig, das ist wirklich geisteskrank, holy shit. Oh, sorry. Redet die mit mir jetzt oder was, Digga? Sieht die mich? Oh Gott, die sieht mich. Ich bin ein Vogel in den Wolken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde. Liebe Grüße an die Klinik Kosmetika Deutschland. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Checkt den Link in der ersten Beschreibung ab, wenn ihr Haare braucht. Bis bald.